Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von CubeDex of Brass and Wood. Und wir klicken einfach mal um zu starten und landen dann direkt mal vor einer Box, bei der wir noch nicht wissen, was wir da groß machen sollen. Okay. Da würde ich dich dahin setzen. Dich dahin. Dich dahin. Dich dahin. Dich dahin. Dich dahin. Dich dahin und dich dahin. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich dich betätige. Nix. Okay. Nochmal. Ah, okay. Ich muss... Ah, okay. Okay, okay, okay. Dann kommst du nochmal weg. So. Kommst auch nochmal weg, dann würde ich dich vielleicht mal hier oben hin tun. Dich mal dahin, dich mal dahin. Ah, nein. Okay. Ich will mal gucken, wie hier die Gewichtsver... Pam. Okay. Die ist so, dann würde ich dich mal nehmen und dich dahin setzen und dich mal nehmen und dich dahin setzen. Dann schauen wir mal. Macht das jetzt... Okay, das kippt jetzt nach vorne. Alles klar. Kann ich dann dich nehmen und dich da hinsetzen? Okay. Das ist also nicht so wirklich befriedigend zum jetzigen Zeitpunkt. Schauen wir hier noch einmal. Okay, da unten ist definitiv mehr Gewicht als oben. Dann machen wir das mal so. Und den da vielleicht mal hier rein, ne? Es müsste immer noch nach unten kippen. Natürlich. So, dann kommst du dahin. Okay. Warum mache ich das eigentlich nicht so, dass ich sage, du kommst in die Mitte, du kommst hier hin, du kommst dahin, du kommst dahin, dann kommst du dahin, dann kommst du vielleicht mal hier hin, kommst du darüber, du kommst dahin. Nee, eigentlich macht das keinen Sinn. Also komm, wir tun den Spaß jetzt alles nochmal weg. Also wie viele? So, ich habe 4 Vierecke. Gut, die kann ich jetzt so anordnen, dass wir definitiv eine Gleichverteilung haben. Wenn ich jetzt den natürlich hochsetze, dann kippen die in keine Richtung. Dann passt das alles. So, aber die hier soll ich ja auch noch verteilen, wenn ich das richtig verstanden habe. So, was wir jetzt natürlich noch machen können, ist, wir können jetzt erstmal gucken, was die auch jeweils wiegen. So, wenn ich den jetzt dahin setze. Okay, der ist schwerer. Ich würde sagen, 2 von denen sind natürlich schwerer als eine Kugel. Okay, die sind gleich schwer wie die Kugel. Zwei von denen wie die Kugel. Und hier, wie schaut es da aus? Wahrscheinlich sind die 3 so
Okay. Also Viereck ist leichter als wenn ich jetzt hier 3 sage, dann kippt es natürlich wieder nach da hinten. Also die Dreiecke, die waren sch ja, natürlich. Ah, die Dreier-Dinger, die waren schwerer als. So. Waren schwerer als. Waren schwerer als. So. Das heißt, ich mache die hier jetzt erstmal alle weg. Und dann würde ich die wirklich alle außen hinsetzen. So, dann müsste die Verteilung ja gleichförmig sein. Genau. So. Und 2 von denen sind so schwer wie die Kugel. Wenn ich jetzt aber sowas mache, dann kippe ich natürlich hierhin, weil. Genau. Und wenn ich jetzt den dann noch nehme und ihn dahin setze, dann trotzdem, weil der ja. Okay, was gibt es, wenn ich das dann mache? Immer noch. Dann kann ich dich ja mal wegnehmen und dich da hinsetzen. Okay, das würde passen. Aber es macht mich nicht glücklich, weil ich dann ja immer noch nicht. Es immer noch nicht geschafft habe, nee, wir müssen jetzt wirklich mal die Gewichtsverhältnisse ausfinden. Das geht so nicht. So, also wir haben einen von denen und wenn ich den jetzt dahin packe. Dann ist es die Pyramide natürlich schwerer. Wenn ich das jetzt so reinpack, dann dürfte es keinen Unterschied machen, natürlich nicht. Also, die Kugel war so schwer wie 2 Vierecke. Also die Kuppel. Die Kuppel war so schwer wie 2 Kuben. Okay. Aber auch. Die Kuppel war so schwer wie 2 Kubi. Aber nicht so schwer wie. Wir würden das jetzt mal probieren. Nicht so schwer wie 3 Pyramiden. So, wenn ich jetzt dich nehme und dich dahin setze. Nee, das ist ja ausbalanciert. Das ist ja ausbalanciert und an der Achse ja auch nicht.
Gut. Also. Kann ich dann sagen, sowas? Gut, und dann würde ich da oben ganz gerne nochmal den dahin packen. Aber ein... Ich habe immer noch nicht ausgerechnet, was es ist. Aber ein... Genau. So, wenn ich das jetzt so mache, dann müsste es ja nach da hinten kippen. Sehr seltsam. Wenn ich dich jetzt da hinsetze. Okay, also... Es hilft mir nicht weiter. Ich muss jetzt wirklich erstmal alles wegräumen. So, also wir haben einen von denen da. Und einen von denen da. Und da war es ja einfach so, dass die Pyramide schwerer war. Gut. Und dann stellt sich die Frage, wie schwer ist die Pyramide? Die Pyramide ist leichter. Also sie ist schwerer als ein Würfel, aber leichter als zwei. Das heißt, wenn ich drei Würfel habe und zwei Pyramiden, habe ich dann ein Gleichgewicht? Nein. Dann wäre es ja potenziell anderthalb. Anderthalb, wie kann ich das machen? Nee, dann müsste ich da drei hinsetzen und da zwei. Ich rätsel gerade ein bisschen im Kreis, habe ich so den Eindruck. So, dann würde ich dich nochmal wegmachen und dich nochmal wegmachen. Und dich nochmal wegmachen und dich nochmal wegmachen. Und dann würde ich dich mal dahin tun. So, und wir wissen ja... Wir wissen, der... Ja, wir wissen, vielleicht sollte ich mir das alles mal aufschreiben. Also, der Dom ist gleich zwei Würfel. So, zwei Würfel sind größer als eine Pyramide. Und eine Pyramide ist größer als ein Würfel. Der Dom sind zwei Würfel. So. Aber ich habe ja vier. Wenn ich jetzt sage, ich tue dich dahin... Dich da, dich da. Also das ist jetzt wieder nur Rumprobiererei, ne? Also das ist jetzt nicht Mathematik. Okay. Das funktioniert nicht. Funktioniert das? Auch nicht. Aber vielleicht so und so. Thank you.
Also, der Dom sind zwei. Das heißt, entweder muss ich den. Also, wenn ich hier den Dom hinpack, dann muss da noch einer hin. Gut. Soweit, so gut. Wenn ich aber da den Dom hinpack, also die beiden gleichen den Dom aus. Der gleicht den aus. Dann passen die hier aber wieder nicht mehr. Okay. Also wenn ich die jetzt alle wegmache. So, ich kann ja die Dreiecke so anordnen. Also die Pyramiden. Und dann hätte ich auf jeden Fall ausgeglichen. Genau. Aber dann habe ich halt noch drei Würfel. Upsale. Ah, hier kann man sogar noch wenden. Ja. Was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's auch noch. Okay. Gut, also wir sind immer noch bei diesem Spiel. Das Henne-Ei-Problem, das ich halt habe, ist, von denen habe ich nur drei. Das heißt, wenn ich die hier symmetrisch anbringe, dann muss ich aus denen eigentlich eine Achse machen. Also sowas. Das Spiel ist übrigens ein bisschen sehr, ich finde es ein bisschen nervig, wie lahmarschig das ist. So, wenn ich aber hier eine Achse mache, dann kriege ich dich ja nicht mehr unter, weil egal wo ich dich hinstelle, so. Das heißt, wir haben jetzt noch eine andere Alternative. Wenn wir 4 haben, dann ist es ja symmetrisch. Und wenn wir 3 haben, dann muss ich ja irgendwie eine Dreiecksform machen. So, wir haben jetzt das hier. Und das würde ja bedeuten, ich muss den da und den da, da würde ich sie ausgleichen. Dann könnte ich den hier hin tun und den da hin tun und dann neigen sie sich hier runter. Der neigt sich da runter. Da habe ich 2, da habe ich 2. Aber es reicht halt trotzdem nicht. Ich habe trotzdem einen Schwerpunkt hier. Genau. Ich habe trotzdem meinen Schwerpunkt da. Es sei denn. Ich sag jetzt hier, kommst du hin. Okay.
Also ich würde dich mal hier in die Mitte tun, dann würde ich dich mal dahin tun, dann würde ich dich mal dahin tun, dann würde ich dich mal dahin tun. Aber das kann auch wieder nicht die Lösung sein, weil jetzt neigt sich der Spaß nach hier hinten. Wenn ich den jetzt dahin stelle, dann neigt sich der Spaß nach da drüben. Nein, nach hier. So. Weil jetzt da ein Gewicht fehlt. Dann kann ich dich ja mal dahin tun und dann neigt er sich nach da drüben, weil hier ein Gewicht fehlt. Also was wir ja machen müssen, ist in irgendeiner Form eine Symmetrie. Einfach, weil wir einen guten Ausgleich haben wollen. So, was wir jetzt noch machen können, ist, wir können ja ein Kreuz machen. Also ich kann jetzt sagen, so. So. Dann ist auf jeden Fall gleichförmig. Dann können wir hier den dann noch dahin setzen und den können wir noch dahin setzen. Das müsste sich gegenseitig ausgleichen. Genau. So. Wenn ich dich jetzt hier in die Mitte setze, ist immer noch ausgeglichen. Aber wenn ich dann... Also ich setze dich dahin und dich dahin. Und dann kippt er natürlich wieder hier hin. Klar. Also war das auch wieder nicht die Lösung. Ich würde mal vielleicht ein anderes Rätsel uns angucken. Wir nehmen vielleicht mal dieses Rätsel. So, haben wir eine ungerade Zahl? Also die Rätsel, sie sind ja echt ein bisschen nett. So, sagen wir mal 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Oder 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Das hatte ich, glaube ich, schon. Ich bin gerade am Überlegen, ob das irgendwas mit der Musik hier zu tun hat, die ich da im Hintergrund höre. Dum, dum. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Okay, wir machen nochmal 0 alles. Interessant. Okay, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, jetzt habe ich lauter Nullen.
ich jetzt nochmal sag. Dann wechselt der. Was auch immer das jetzt war. Lila, lila, rot, 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 gelb. Okay. Da sind ein paar viele Elemente, von denen ich jetzt erwartet hätte, dass ich die zumindest noch bedienen kann. Ja, genau. Also, das ist lila, lila, also blau, blau, rot, 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 rot. Gelb. So, ja, dann gehe ich hier mal zurück, bitte. Komm hier noch ein bisschen und dann... Also, wir schauen uns das hier nochmal an. Okay, das heißt, ich mache mir mal eine kleine Notiz. Also, das ist da, 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 da. So, dann ist es hier blau, rot, blau, rot, gelb. Rot, rot. So. Kann man das hier wieder wegmachen? Dann würde ich mal den wieder umdrehen wollen. Und hier wieder hochdrehen. Und dann müssten wir hier... Naja, fast. Müssten wir ja hier sein. So, dann kann ich den... Na komm. Kann ich den so hindrehen? Dann müsste, wenn es jetzt richtig wäre... Ja. Das ist nämlich Beschiss. Die Rätsel kommen irgendwie, aber nicht so, wie ich sie eigentlich gedacht habe, dass sie kommen. Na komm schon. So, hier rüber. Und vor allem, sie sind auch immer richtig orientiert. Also, hey, so rum. Runter. So, und jetzt bleibst du mal so. Okay, wir sind gerade auf dem Kopf eigentlich. Deswegen drehe ich mich mal wieder richtig rum. Drehen wir mal so rum. Drehen wir mal hier hoch. Ach Mann. Okay. Jetzt haben wir es. Also. Blau. Rot.
Blau, Rot, Gelb, Rot, Rot. Also, wir können hier blau sagen, dann wäre hier rot. Dann wäre hier wieder blau, dann wäre hier rot, hier wäre rot und da wäre gelb. Okay, dann können wir das noch daneben machen. Dann können wir hier sagen blau, blau, rot, 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 gelb. Nee, eigentlich habe ich schon recht, weil, wie gesagt, es ist ja, also, gibt es jetzt noch eine Reihenfolge, in der ich das machen muss? Also, hier müsste blau sein. Oder, hier kann blau sein und da kann, also, wenn hier blau ist, ist da rot. Dann ist hier blau, da rot und da gelb. Dann ist hier rot und da ist rot. Weil entweder ist das hier oben und das hier unten oder andersrum. So, und wenn es so nicht ist, also wie gesagt, auf diesem Zettel haben wir halt hier diese Kante. Die Kanten haben wir oben und unten. Und die Längsquere, die ist halt hier. Das heißt, andersrum gedreht geht's gar nicht. Und wenn es nicht so ist, wie ich es hier beschrieben habe, dann heißt es, hier ist blau, da ist blau, da ist rot, da ist rot, da ist rot, da ist rot und dann ist da gelb. Okay, das macht gerade wenig Sinn. So, dann wäre hier das Puzzlegedönse, dann ist hier das andere und jetzt kommt schon wieder der da, was nicht stimmt. Also, na? Jetzt ist es nämlich gegenüber von dem Roten. Habt ihr das gesehen? Zack, hier ist es gegenüber vom Roten. Wenn ich jetzt aber an dem vorbei drehe, dann ist es hier. Und da kann es nicht sein, weil da ist es nicht mehr gegenüber. So, das heißt, wir drehen hier wieder zurück. Und dann ist es hier gegenüber. Es ist aber immer noch nicht richtig. Okay, da ist das Puzzle. Und da ist der. Okay. Ich möchte mal eine... Nö, möchte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich möchte mal eine Kleinigkeit probieren, aber das will ich nicht, weil das bringt mir ja nichts. Ich muss eine Konstellation... Also der ist der schwerste von allen. Und ich habe auch noch nicht rausgefunden. Also... Wir können mal ausprobieren. Ne, das wissen wir ja schon. Also. Zwei von denen sind schwerer als einer von denen. Einer von denen ist schwerer als einer von denen. Gut, dann ist die Frage, sind drei von denen schwerer als zwei von denen? Dann wäre das Verhältnis ja 3 zu 2. Ist es aber auch nicht. So.
der hier ist schwerer. Nein, der ist ja genauso schwer wie der, wie zwei von denen. Das heißt, ich muss das Verhältnis von denen da rausfinden. Vier ist es ja nicht. So, also. Ach du Kasper, oder wie? So, lass mich mal lügen. Einer ist so schwer wie zwei von denen. Das heißt, der und der. Der ist so schwer wie die beiden. Das heißt, den hier kann ich in die Mitte tun. Der und der kann dann dahin, dann würde es ja noch passen, ne? Genau. Und das hier würde bedeuten, wenn ich den jetzt darüber tue, dann sind hier vier Würfel. Aber einer ist leichter als zwei von denen. Das heißt, das funktioniert nicht. Es sei denn, ich tue da vielleicht noch einen drauf. Kann der hier nochmal weg und kann der hier hin und kann der da hin? Okay, das Verhältnis ist 3 zu 4. Also 1,33. So ein Würfel wiegt 1,33 mal 4 W, 3 P. Das heißt, P gleich 1,33 W. Wir haben aber 4 P. Das heißt, ich bräuchte 5,33 Würfel. Habe ich aber nicht. Und wenn ich jetzt also das ist pfiffig. Ich denke auch nicht, dass ich das jetzt in der Demo noch hinkriege. Ist ein bisschen ein Hirnverdreher. Also ich meine, im Prinzip habe ich jetzt ein paar Gleichungen. Jetzt kann ich hier lineares Gleichungssystem lösen mit Matrizen und sowas. Oder halt einfach nur, ja, blub. Wie viele Gleichungen habe ich denn? D gleich 2W. 4W gleich 3P. Hm.
Was ich halt habe, ist, ich habe halt wirklich zwei Würfel kompakt. So. Und ich kann zwei Würfel direkt auf ein Feld platzieren. Ob mich das glücklich macht, weiß ich noch nicht. Ich kann so sagen, 4. Und wenn ich 2 sage, dann habe ich ja... Also wenn ich 2 Pyramiden habe, dann habe ich 2,66 Würfel. Bei 3 Pyramiden habe ich 4 Würfel. Die Frage ist halt, was mache ich jetzt mit den letzten beiden? Beziehungsweise, wie muss ich die verteilen? Damit ich da keine Probleme kriege. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das in dieser Demo hinbekomme. War trotzdem nett, das mit euch mal anzuspielen. Ich kapituliere an dieser Stelle. Wenn du es besser kannst, dann mach doch ein Video und zeig mir, was du da besser gemacht hast, auch mit dem anderen Rätsel. Mit dem Blau und dem Lila und dem Grün und so weiter. Wahrscheinlich geht es um irgendwelche Komplementärfarben oder irgendwie so ein Blödsinn. Ich bedanke mich an der Stelle jedenfalls für die Aufmerksamkeit, wünsche noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O und man sieht sich.